wunderschönen guten Abend aus der Landeshauptstadt Sachsens, aus Dresden. Und damit herzlich willkommen in der Energieverbund Arena zum Sachsen-Derby zwischen den Dresdner Eislöwen und den Lausitzer Füchsen. Es steht der 24. Spieltag an, die Tabellenkonstellation schiebt die Favoritenrolle dem Gastgeber, den Dresdner Eislöwen, zu. Die aktuellen Tabellenvierte sind mit 45 Punkten. Wie soll Nick Hürth die Scheibe da im Tor unterkriegen? Hanusch. Hanusch versucht schon Tor! Tor für die Dresdner Eislöwen! Damit hat Franz Repp nicht gerechnet und Steve Hanusch kaltschnäuzig in die kurze Ecke. 1:0 für die Eislöwen und Steve Hanusch gegen seinen Heimatverein. Er macht das 1:0. Und Franz Repp hat gedacht, dass Hanusch da nochmal quer spielt und hat nicht mit dem Schuss gerechnet. 1:0 für die Eislöwen in Überzahl. Kumeljauskas jetzt mit der Riesenmöglichkeit und Strafe gegen die Lausitzer Füchse und Penalty. Penalty für Dresden. Es gibt ein Penalty. Hier serviert Alex Höller die Scheibe vors Tor und dann wird Kumeljauskas von hinten gefällt, bekommt die Beine gestellt. Entscheidung geht so in Ordnung, auch wenn da André Mückel noch diskutiert, der Kapitän der Lausitzer. Möglichkeit jetzt hier für Tatas Kumeljauskas, Dresden mit 2:0 in Führung zu bringen. Und Kumeljauskas schiebt Franz Repp, oder versucht Franz Repp, die Scheibe durch die Schoner zu schieben. Der geht an den Schlittschuh dran und dann an den Pfosten. Ja, an die Matte ging er ran und dann an den Pfosten. Also kein Tor. Spielstand weiterhin 1:0. Da jetzt mit der Möglichkeit und Tor für Dresden! Und was bitte hat Cedric Schiemens dafür ein Auge bewiesen? Metzidal erhöht auf 2:0, hier der lange Pass auf Schiemens. Und er sieht da Metzidal, der dann alleine vor Franz Repp auftaucht, an den Innenpfosten schießt und das 2:0 für die Eislöwen markiert. Dresdner kommen einfach mit viel mehr Schwung hier aus der Kabine raus. Robert Hoffmann, der Trainer der Lausitzer, nimmt da die Auszeit. Ja, genau der richtige Weg zum richtigen Zeitpunkt von Robert Hoffmann, der das natürlich sieht hier. Eriksson. Owens auf Hayes. Eriksson. Hayes jetzt mit der Möglichkeit. Da Scheibe da liegt vom Tor und Weißwasser stellt den Anschluss her. 2:1. Robrander verkürzt Dresden somit wieder vollzählig. Hier sehen wir es. Eisenhut muss da prallen lassen. Gestochere dann und Ranta mit dem 2:1. Sein 5. Tor im 8. Einsatz seit seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.
immer wieder Hayes. Ja, nur schwer von der Scheibe zu trennen. Ist jetzt Mücke mit der Möglichkeit und da schmeißt sich Metzidal in den Passweg. Fängt die Scheibe ab. Und jetzt der Konter über Schiemens. Sidal jetzt schon wieder auf der anderen Seite. Schuss und Tor! Tor für Dresden und was für eine Energieleistung von Metzidal. Der gerade noch in der, vor dem eigenen Tor die Situation klären kann. Und keine 10 Sekunden später auf der Gegenseite bedient er Nick Hürth und der hat über die Fanghand von Max Franzrepp 3:1 für die Eislöwen. Hoffmann. Ah, ein Tor! Tor für die Lausitzer Füchse. Owens steht dahinter im Tor und schießt Marco Eisenhut an und der buxiert die Scheibe dann ins Tor. Aus der Übertorkamera, denke ich, ist es besser zu sehen. Clever auf jeden Fall von Chris Owens. Hier fährt Eisenhut zurück und bekommt dann nicht rechtzeitig genug die Ecke zu und somit breit von Marco Eisenhut die Scheibe ins Tor. 3:2. Die Lausitzer verkürzen. Und Robert Hoffmann holt sein Torhüter vom Eis, weiß, was er jetzt mit 6 Feldspielern. Die Schiedsrichter prüfen nochmal natürlich, ob das Tor in der Verankerung ist. Also leeres Tor bei unseren Gästen aus Weißwasser, die es jetzt nochmal mit einem Mann mehr probieren. Und die Lausitzer sind im Scheibenbesitz. Letzt bei Spielminuten laufen. Und jetzt der Schuss und das Tor für Dresden von Tatas Kumeljauskas. Treffer 4:2. Ja, und Robert Hoffmann versucht natürlich da volles Risiko zu gehen. Versucht das dritte Tor hier zu erzwingen und dadurch die Möglichkeit hier für Dresden mit dem Empty Net Treffer für die Vorentscheidung zu sorgen. Es ist noch 1:51 zu spielen. Es ist noch eine lange Zeit im Eishockey. Aber schwer vorstellbar, dass sich das die Eislöwen hier noch nehmen lassen. Und auf Fjodor Bojarschinow. Eriksson am Tor vorbei. Letzten 10 Sekunden. Und damit ist das Sachsen-Derby zwischen Dresden und Weißwasser Geschichte. Die Eislöwen behalten die 3 Punkte in der Landeshauptstadt. Der Endstand